Kai hat einen eigenen Computer. Vor dem sitzt er abends und chattet. Über dem Monitor hängt eine kleine Webcam, die sein Gesicht aufnimmt, wenn er in einem Videochat ist, so wie jetzt gerade. Auf seinem Bildschirm ist ein Mädchen zu sehen. Es sitzt ebenfalls im Rollstuhl und hat einen Gipsarm. Basketball? Der zweite Bruch dieses Jahr. Kais Chatfreundin hat die Glasknochenkrankheit. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Rollstuhlbasketball mit Glasknochen? Besser als Rugby. Du, warte mal. Da ist was zersplittert. Also ich war's nicht. Kais Chatfreundin verabschiedet sich. Mit einem schnellen Griff richtet Kai sein Teleskop in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Er beobachtet einen Einbruch. Drei Männer haben eine Scheibe in einem Geschäft eingeschlagen und holen Sachen heraus. Dann fahren sie mit Motorrädern weg zur alten Ziegelei. Dorthin, wo gestern noch Hannes am Dach hing. Die Motorräder verschwinden hinter dem verfallenen Gebäude. Am nächsten Tag stehen die Krokodile vor dem kaputten Schaufenster. Darin hängt ein Fahndungsplakat. Einbruchsserie. 1000 Euro Belohnung. Jorgo steht neben Maria. Alte 1000 Euro Belohnung, damit könnt ihr ein Haus auf Kreta kaufen. Mit Breitbildfernseher, Garten und du könntest dir einen Schrank kaufen mit Schuhen, Kleidern und halt, was Mädchen so brauchen. Maria ist da anders, die braucht sowas nicht. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Ja, du bist halt eher so wie wir, wie ein Junge. So mit deinen Klamotten und so. Ja, ne? Was? Ach, ich finde, das steht dir. Schleimer. Ja, er ist halt verknallt, der Vogel. Ist ja nicht, du Depp. Achtung. Rolli-Alarm. Kai biegt mit seinem Rollstuhl um die Ecke. Hi. Tschüss. Hannes, wart mal. Ich hab's gesehen, den Einbruch. Echt jetzt? Hast du die Polizei gerufen? Nee, meine Eltern sollen nicht wissen, dass sie nicht schlafen kann. Sonst schleift Mama mich wieder zu irgendeinem Arzt. Konntest du jemanden erkennen? Einer hatte so eine Tarnfarbenjacke an. Und ich weiß, wo sie hin sind. Ich sag's dir, wenn du mich mit zu eurem Treffpunkt nimmst. Hannes, wir fahren dann mal. Tschüss. Tschüss. Sorry. Aber ich muss los. Die Krokodile lassen Kai zurück. Auch Hannes steigt auf sein Rad. Er muss sich beeilen, damit er die anderen noch einholt. Die sind schon auf dem Weg zu ihrem Hauptquartier, zum Baumhaus. Hey, jetzt wartet doch mal. Der Kai hat den Einbruch gesehen. Hallo, der lügt doch. Am Baumhaus angekommen, gibt es eine böse Überraschung. Franks großer Bruder Dennis wartet dort auf sie. Dabei hat er seine beiden Kumpels Ahmed und den dämlichen Kevin. Was macht ihr in unserem Baumhaus? Schnauze, du Kind. Ja, du Kind. Hey Junior, warum hast du dein Handy aus? Sorry, ist kaputt. Sag halt was, kriegst du ein altes. Dann bist du noch im Putz gehauen, weißt Bescheid, ne? Okay, ich schraube auf, bevor Papa kommt. Aber diesmal richtig, ne? Ja. Jetzt mal noch Bier gestunken. Geht klar. Und zur Belohnung? Darfst du auch die neue Maschine putzen. Brandneu. Dennis wendet sich an Olli, den Chef der Krokodile. Ja, Pisser, so einen hättest du auch gern, ne? Nee, ich brauch keine Schwanzverlängerung. Schwanzverlängerung. Guck dir den Pisser an. Dennis schlägt Olli brutal mit der flachen Hand ins Gesicht. Hey, sag mal, spinnst du? Pass auf, was du sagst, sagt Pisser. Olli! Meinst du jetzt immer noch, dass ich eine Schwanzverlängerung brauche? Ja. Bist du lebst, du Hallo, Fettbacke. Das hat der Olli doch nicht so gemeint. Halt die Presse, Fettbacke. Olli. Olli. In deinem Alter hätte ich genauso eine große Fresse. Aber irgendwann muss ich lernen, dass man vor Älteren Respekt hat. Wir sind stärker. Die können dir wehtun. Vor allen Dingen dann, wenn du es nicht erwartest. Wenn du allein bist. Krokodile sind nicht allein. Nie. Süß. Die Kleinen. Die wild, ha? Wild, wild. Ja. Komm, Jungs, wir verbissen uns. Bevor die noch anfangen zu heulen. Ja, bevor die anfangen zu heulen. Ey. Halt selber. Halt, Kinder, her. Halt, ihr Kinder. Halt! Halt! Mann! Scheiße. Also! Ah, hey! Sind die bescheuert, ey. Ich muss nach Haus aufräumen. Gleich kommt eh. Sie sei. Okay, dann treffen wir uns morgen wieder hier. See you later, Alligator.